Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zauberer und Prinzessin. Wir machen natürlich weiter und zwar Spielstand 2, genau. Ist das Spiel wieder lauter geworden? Ist aber nicht so nett, ich muss es mal leiser machen, so. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Was ist nur aus meinem normalen und unscheinbaren Schulleben geworden? Tja, das ist die Frage. So kann das nicht weitergehen. Ich muss etwas unternehmen. Was ist die Frage? Genauso werde ich es machen. Ich ignoriere einfach den Nussknacker, den Kater und ganz besonders diesen Exhibitionisten. Sehr schön. Okay, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Hast du jetzt langsam genug geschlafen? Ich habe keine Lust, den ganzen Tag Däumchen zu drehen. Guten Morgen, Alicia. Unter einem guten Morgen stelle ich mir etwas anderes vor. Und wieso ist er da mitgekommen? Ja, ich würde sagen, ich hätte das nicht so ganz eingehalten, was sie sich da gedacht hat, aber ja, von mir aus. Der da hat versprochen, dir zu helfen. Äußerst widerwillig. Er möchte nämlich seine ganzen Schandtaten wieder gut machen. Die haben sie mir nur angehängt. Selbst wenn er nicht so aussieht, er ist ein Märchenprinz, wie er im Buche steht. Mit seiner Hilfe wird es ein Kinderspiel, alle Perlen einzusammeln. Lass mich bloß in Ruhe und verschwindet! Ja. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob sie sich gar nicht helfen lassen will. Das muss am schlechten Eindruck liegen, den ihr macht. Bestimmt. Exhibitionist und so. So, Schule, juhu. Ich hab eine kleine Überraschung für euch. Ihr bekommt einen neuen Klassenkameraden. Oh, wer das wohl ist. Mitten im Schuljahr? Ist er aus seiner alten Schule geflogen? Wir haben eine Ausnahme gemacht, aber wegen der Gründe müsst ihr ihn... Dam, dam, dam. Genug geredet. Das will sowieso niemand wissen. Was machst du denn hier? Fragt den Kater. Ich kann... Ich meine diesen Kerl überhaupt... absolut überhaupt nicht. Sehen heute das erste Mal. Wirklich. Es fällt überhaupt nicht auf. Das ist wow. Alicia. Was? Der Lehrer will mit dem Unterricht anfangen. Du kannst ruhig gehen. Ich musste schon von den halben Tag warten. Die paar Minuten halte ich auch noch aus. Anscheinend liegt da ein kleines Missverständnis vor. Ich möchte nicht, dass du auf mich wartest. Und ich möchte auch nicht, dass du mir folgst. Und wie soll ich dir denn helfen? Ich brauche deine Hilfe nicht und ich möchte diesen Zauberer auch nicht aufhalten. Mhm. Dann halt nicht. Ja. Und die will eine heldenhafte Prinzessin sein. Tja. Ich hätte mal wieder Lust. Ah, okay, jetzt können wir wieder so eine Handvoll Gulden. Schon wieder Hexen. Akt 2. Melissa und der Wolf. Auf geht's, die Gulden. Was? Das geht nun wirklich zu weit. Wieso fällt das niemandem auf? Nachher bin ich verrückt geworden und hab Halluzinationen. Oh nein, junges Fräulein. Ich kann euch versichern, dass ihr keine habt. Ich bin so real wie das Gras, auf dem ich stehe. Das ist bestimmt Kunstrasen. Kunstrasen? Was hat der Rasen mit Kunst zu tun? Vergessen Sie, oder muss ich diese altertümliche Anrede benutzen? Wie es euch beliebt, junges Fräulein. Also gut,
Das, was ich eben gesagt habe, ist nicht so wichtig. Erklärt sie mir lieber, was sie hier machen. Ja, was soll ein Händler schon machen, außer Handel zu treiben? Warum sieht der Händler aus wie ein Elefant? Mal im Ernst, was ist das? Aber von mir aus, so. Sie verkaufen ihre Waren? So ist es. Wollt ihr etwas kaufen? Ohoho. Noch kennt ihr mein Angebot doch gar nicht. Wer weiß, ob ihr nicht etwas findet, was euch gefällt. Ja, wer weiß. Was hast du denn so? Achso, ich kann hier laufen, okay. Hallo Katze. Ich möchte sie nicht aufwecken. Dann halt nicht. Schaut mich immer an. Aha. Was hast du denn so? Ach du Scheiße. Waffenelement. Wie awesome ist das denn? Das ist cool, Mann. Okay. Ja, ciao. Das heißt, ich kann da immer wieder zurückkehren, oder was? That's awesome. Awesome. So, Melissa und der Wolf. Hab ich es eben richtig gesehen? War das nicht... Ach, egal. Das ist doch Melissa. Was wollen die beiden von ihr? Echt? Du bist noch nie auf einer richtigen Party gewesen? Mit Alkohol und Drogen? Ronja lädt mich immer zu ihrer Geburtstagsfeier ein. Aber da sind wir meistens nur zu fünft. Auf eine große Feier wurde ich noch nie eingeladen. Lars. Mhm. Da hast du echt was verpasst. Warum kommst du nicht am Sonntag auf unsere große Feier? Wir haben uns extra eine Kneipe gemietet, damit die Lehrer... Was, Ramiro? Das reicht. Es wollen so viele kommen, dass die Räume hier in der Schule nicht ausreichen. Der Rektor stellt uns ja leider nur die alten Klassenräume zur Verfügung. Ach so, ja. Davon habe ich schon mal gehört. Ich würde mich freuen, wenn du auch kommst. Melissa, sowas darfst du dich nicht ein... Darfst du doch nicht reinfallen. Die wollen dir nur an die Wäsche. Aber ich weiß nicht mal, was man auf so einer Party trägt. Je weniger, desto besser. Lars! Du kannst einfach das tragen, was du sonst auch auf einer Geburtstagsfeier anziehst. Hey, ihr da! Dam, dam, dam. Melissa ist vor euch, Apu. Mann, was willst du? Junge. Wir gehen, Lars. Na schön. Du kannst mir jederzeit Bescheid sagen, Melissa. Zwinker. Mhm. Du hättest wirklich nicht. Hör mal zu, Melissa. Dieser Junge da ist der böse Wolf, vor dem die Stadthalter immer gewarnt haben. Geh ihm bitte lieber aus dem Weg. Also... Okay. Na gut. Das klingt aber nicht gerade überzeugend. Nein. Du wirst wohl schon recht haben. Ich glaube dir. So ist das richtig. Ja. Und nun zu dir. Was? Ich? Warum? Du bist wirklich ganz schön schüchtern. Das war richtig toll, wie du das mit Stefan hinbekommen hast. Ja, das stimmt. Er ist jetzt viel weniger niedergeschlagen als vorher. Danke, Alicia. Also, was soll ich sagen? Ihr bringt mich echt in Verlegenheit. Ich hab doch noch nichts gemacht. Da bin ich sogar noch weggelaufen. Das hätte bestimmt jeder andere auch geschafft. Also ich hatte bei ihm keinen Erfolg. Sei bloß nicht zu bescheiden. Und ich habe mich nicht mal getraut, mit ihm zu reden. Am liebsten würde ich ja sofort...
Das schlag dir mal lieber aus dem Kopf. Es ist besser, wenn du ihm eine Zeit lang aus dem Weg gehst. Sonst tust du ihm nur noch mehr weh. Nun mach dich so ein Gesicht. Es ist besser so. Wir wollen dann mal, Alicia. Ich muss Melissa noch eines über böse Wölfe erzählen. Mhm. Das ist auch bitter nötig. Mach's gut. Tschüss. Ja, bis demnächst. Oder so ähnlich. Tschüss. Das Lob habe ich gar nicht verdient, Ronja. Wirklich geholfen habe ich mir nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt gegen diesen Narr gekämpft habe. Vielleicht wurde ich von der Waffe nur irgendwie besessen oder so. Aha. Oh. Ich gebe wirklich keine gute Prinzessin ab. Habe ich was verpasst? So, zwei Hexen und eine dritte. Und los geht's. Zweiter Akt. Ja. Was nun? Entweder willst du oder nicht? Ist es dir so peinlich, mit mir gesehen zu werden? Ich dachte nur, dass du, vielleicht auf mich nicht ganz so gut zu sprechen bist. Wie alt bist du nochmal? Anscheinend nicht alt genug. Das Zauberbuch reicht mir, um dir zu verzeihen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da alles drin steht. Weißt du, ich habe immer davon geträumt, zaubern zu lernen. Deswegen habe ich mir früher viele Zauberbücher gekauft. Doch die waren nicht echt. Die Autoren waren entweder Scharlatane oder Leute, die sich nur eingebildet haben, zaubern zu können. Aber in diesem Buch stehen echte Zaubersprüche. Ja. Mhm, natürlich. Was ist? Du nimmst mir das also wirklich nicht mehr übel? Ich ändere meine Meinung gleich wieder. Nein, nein, schon gut. Dum, dum, dum. Verschwinde lieber, bevor sie dich mit mir sehen. Wenn das mal nicht die selbsternannte Hexe ist. Gibst du dich etwa mit der ab, Alicia? Verschwinde schon. Warum sollte ich? Oh, 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 Bitchfight. Was soll das? Seid ihr beiden etwa befreundet? Ich hatte ja schon immer das Gefühl, dass Alicia auch komisch ist. Jetzt, wo du es sagst. Sie passen irgendwie zueinander. Dumpf wie Stroh und hässlich wie die Nacht. Vielleicht ist Alicia sogar ihre Schülerin. Dann ist es also doch ansteckend. Ja, lass uns lieber verschwinden, bevor wir es auch noch bekommen. Tschüss. Tschüss. Du bist dümmer, als ich dachte. Du hast eine nette Art, dich zu bedanken. Was hab ich davon, dass du dich nun auch zu einer Zielscheibe gemacht hast? Zur Zielscheibe, ja, ich weiß. Wenn du es so pessimistisch sehen willst, realistisch meinst du wohl. Aber letztendlich ist es mir auch egal, was du machst. Ich habe es nicht nur wegen dir gemacht. Nun bin ich auch noch etwas enttäuscht. Nein, nun bin ich doch etwas enttäuscht. Ich dachte, du wärst wirklich so selbstlos. Nein, ich bin nämlich auch Realistin. Und ich habe keine Lust mehr, vor diesen beiden Schwestern zu kuschen. Ein neuer Ort wurde freigeschaltet. Und was für ein Ort und warum? Das verstehe ich nicht. Ach das. Okay, machen wir. Mache ich das jetzt noch oder mache ich hier Schluss? Ja, ich mache hier Schluss. Bis zum nächsten Mal.